Manchmal dauert es eben, bis man wieder zusammenkommt. Ich bin froh, dass du zu den Feiertagen hier bist, Bruder. Ja, ich auch, ich auch. Wir waren in Sorge um dich, als du drüben warst. Denkt ihr daran, wieder hinzugehen? Ich nicht. Niemals. Es ist verrückt, aber manchmal vermisse ich's. Habt ihr mal was von Ross gehört? Keinen Pieps. Lasst uns auf James anstoßen. Cheers. Cheers. Mein kleiner Bruder ist wieder da. Jetzt muss ich mir wieder den kleinen Bruder-Scheiß anhören. Habt ihr noch was zu tun? Ich bin ein bisschen neidisch. Und sich dafür hast du hier einen Ruf. Du hast gut recherchiert. Wie viel Zeit bleibt dir für so einen Artikel? Ach, leider viel zu wenig. Hallo. Hi. Hey. Ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, stand ich ganz oben auf der Liste, was du bereust. Da stehst du auch heute noch. Aha. Oh, okay. Sei nicht gekränkt. Sag, wie ist es, wenn man eine berühmte Journalistin ist? Du siehst, ich verfolge deine Karriere. Weißt du, es ist Arbeit und die verschlingt das meiste meiner Zeit. Aha. Ich muss heute noch einen Artikel abliefern. Ja, ich bin nur gekommen, weil ich dich gern sehen wollte. Wie schön, das freut mich sehr. Ich bin froh, dich heil wiederzusehen. Aber jetzt muss ich leider wirklich los. Sicher? Ich muss, ja. Ruh dich aus. Ich hab dir gesagt, dass du mich hier nicht anrufen sollst. Wie auch immer. Verdammt! Hey. Ist alles okay? Alles gut. Es wird nur Zeit, ich muss los. Walt, komm schon. Ich kenne dich. Erzähl's mir. Was ist los? Ich bin vielleicht in Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Das kann ich jetzt nicht erklären. Hey, Walt. 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 Walt, warte, Mann, sag es mir. Ich bringe Sally nach Hause, dann komme ich wieder und wir unterhalten uns. Versprochen. Das mache ich ganz Komm, Sally. Das wäre ja auch das Letzte. Wir sehen uns morgen dann. Hey, Sally. Sally. Sie haben ihn umgebracht. Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht. Er war Ihr Ehemann. Tut mir leid, was passiert ist. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Ist er das? Thank you.
Ja. Jimmy, hier ist Cliff. Hilf mir, sie sinkt hinter mir her. Wer? Wo bist du? In meiner Wohnung. Hör mir gut zu. Wir sind da in eine ganz üble Scheiße reingeraten, Mann. Was ist los? Warte, was? Ich hab's nicht, okay? Cliff? Ich hab doch hey, Leiden. Cliff! Cliff! Scheiße! Bill O'Brien, Cliff, die Kacke ist am Dampfen, kommt zum Treffpunkt so schnell es geht. Okay, wer bist du? Ich will ein paar Antworten. Ich sag dir einen Scheißdreck. Wie ist es jetzt? Hoffentlich hast du etwas mehr drauf. Scheiße! Ist das besser? Gott verdammt, du hast es gemacht, Motherfucker! Oh, Scheiße! Gott verdammt! Für wen arbeitest du? Leck mich am Arsch! So redest du nicht mit mir, Bruder. Ich bin nicht dein Bruder. Dein Bruder ist tot, verdammter Wichser! Hey Ross, hier ist Jimmy. Du musst dich mit mir im Café treffen. Tut mir leid mit deinem Bruder. Für dich muss das schrecklich sein, das... Warum Ward und Cliff? Wer hat ihren Tod gewollt? Da kann ich genauso gut wie du nur raten. Alles, was ich sage, wäre reine Spekulation. Als du bei Cliff eintrafst, war er da tot. Ja. Hey, kennst du einen Bill O'Brien? O'Brien. Ja? Ja. Seit 2 Jahren habe ich aber nichts mehr von ihm gehört. Was sollte O'Brien damit zu tun haben? Er hat Cliff eine Nachricht geschickt. Jimmy, ich kenne dich und deinen verrückten Ausdruck im Gesicht. Überlass der Polizei die Sache. Mann, die haben meinen Bruder umgebracht. Denkst du, damit ist das erledigt? Nein, dafür wird jemand bezahlen. Und du hältst das für eine gute Idee? Ebenso gut könntest du in einem Hornissennest stochern. Hornissen sterben. Ich drück mich vor keinem Kampf. Wir sind hier nicht mehr im Krieg. Kommt auf den Betrachter an. Jimmy, hör zu.
Du darfst nicht deinen Kopf ausschalten. Hey Mann, der es auch getan hat. Wenn die einen Krieg wollen, dann bringe ich ihnen den an ihre Haustür. Sagen Sie ihm, entweder kriege ich, was ich will, oder er kriegt gar nichts. Haben Sie mich verstanden? Ich kriege, was ich will, sonst kriegt er gar nichts. Ja, in Ordnung. Wir haben ein Problem. Ich mag Probleme. Was für ein Problem haben wir? Eines wie Säuberung. Dann wissen Sie auch, was zu tun ist, wenn Sie mich dazu holen. Oh ja, sehr genau. Ihnen ist klar, dass ich nicht billig bin. Nein, das sind Sie nicht. Das weiß ich. Und ich will auch einen Aufpreis zahlen, damit der Auftrag gut erledigt wird. Sehen Sie, das ist eine sehr delikate Angelegenheit, die viel zu deutlich sichtbar geworden ist. Es geht nicht ohne Sie, denn ich kann kein Risiko eingehen. Hat das mit den zwei toten Kerlen zu tun? Die Spitze des Eisbergs. Ich sehe, was ich tun kann. Hallo? Wer ist da? Ich bin Cliffs Freund. Okay, Cliffs Freund. Wieso gehst du an das Telefon eines Toten? Wieso rufst du einen Toten an? O'Brien? Treffen wir uns doch mal persönlich. Ich habe Walt und Cliff das erste Mal seit einiger Zeit bei dem Barbecue gesehen. Es bringt hoffentlich etwas Licht in das Ganze, wenn ich Walts Sachen durchsuche. Stell das einfach hier. Hey, halt dich aufrecht, Soldat, ja? Ja, vielen Dank. Ja, du weißt, dass ich für dich da bin. Gut. Kommst du zurecht? Ich versuche, mich zu beherrschen. Ich will der Sache auf den Grund gehen. Walt hat dir irgendwas erzählt, was außergewöhnlich ist. Ich habe richtig Angst. Ich hatte heute um 2 Uhr nachts Besuch. Von wem? Ich weiß nicht. Es waren 4 oder 5 Kerle in schwarzen Anzügen. Die haben sich einfach bei mir breit gemacht. Ich dachte, die wollten mich umbringen. Was haben die gewollt? Mich ausfragen. Was wollten die von dir wissen? Wahllose Sachen über Walter. Was ich sonst noch von ihm weiß, was nicht unsere Ehe betrifft. Wie gut ich Cliff kannte. Hast du ihnen irgendwas erzählt? Nein, nichts. Ich habe mich dumm gestellt. Es ist zu gefährlich. Wir sollten uns nicht öffentlich unterhalten. Hey, hey, hey. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden, okay? Danke, Jimmy. Ja,
Er ist Major der Spezialkräfte, paramilitärische Einsätze, ausgebildet in Gegenspionage, Experte in Guerillakriegsführung. Der Boss sagt, er sei einer der am besten ausgebildeten Auftragsmörder, die er je gesehen hat. 7 verdeckte Operationen hat er erfolgreich abgeschlossen. Nehmen Sie sich in Acht vor dem Mann. Schön, Sie wiederzusehen. Ray, ich wünschte, ich könnte das auch von Ihnen sagen. Das nehme ich als Kompliment. Fassen Sie es auf, wie Sie wollen. Ted setzt also seine beste Putzkraft ein. Wer sonst ist in der Lage, diesen Scheißfleck zu entfernen? So würde ich es nicht beschreiben. Oh, ich schon. Eine so große Operation wie diese, die schiefläuft, erregt Aufmerksamkeit, Lieutenant. Mr. Bormer kann es sich nicht erlauben, im Rampenlicht zu stehen. Ihre Beteiligung macht das Ganze noch schlimmer. Tatsächlich? Ich löse Probleme. Dann hat Ted Sie in alles eingeweiht. Ich würde nicht sagen, dass er mich eingeweiht hat. Ich fülle Leerräume gern selber aus. Na gut, dann machen Sie das. Ich fülle die Leerräume. Ich versuche noch herauszufinden, wie 40 Millionen Dollar von einem Konto verschwinden konnten, ohne eine Spur zu hinterlassen. Insider-Job, doppeltes Spiel. Die Verantwortlichen sind tot. Die Verantwortlichen sind tot. Damit geht's mir um kein Stück besser. Denn das löst das Problem nicht, Lieutenant. Das Geld haben wir damit noch lange nicht. Irgendjemand wird wissen, wo es ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir denjenigen finden. Na, mir wurde gesagt, dass da immer noch blutsaugende Moskitos rumschwirren, die Probleme machen, die wir nicht brauchen können. James Webster und Sam Thorne, beide unter sorgfältiger Aufsicht. Sie stehen unter sorgfältiger Aufsicht. Das hilft mir nicht weiter. Worauf sollen wir warten, dass sie Amok laufen? Wir kümmern uns zu gegebener Zeit darum. Sie haben mit Webster zusammen gedient, nicht wahr? Sie sind ein Freund von Webster, oder? Sie wissen besser als sonst jemand, dass wir uns Probleme nicht leisten können. Das verstehen Sie doch, oder? Zum Teufel, was ist los mit Ihnen? Hier geht's nicht um Freundschaft, es geht um 40 Millionen Dollar, die verschwunden sind. Da haben Sie verdammt recht. Keine Bewegung, Hände hoch und umdrehen. Wer bist du? Mary Sims. Für wen arbeitest du? Mary, für wen arbeitest du? Ich arbeite für Agent Connors, das ist alles Sache von Agent Connors. Okay, und für wen arbeitet der? Welche Kniescheibe, links oder rechts? Komm schon, Mann, ich habe Familie und Schulden. In meinem Leben ist einiges schiefgelaufen. Die haben nur gesagt, dass ich dir folgen soll. Das ist alles. Murray, du würdest mich doch nicht anlügen, oder?
Weißt du, die sagen mir nichts. Nur wo ich hingehen und wem ich folgen soll. Okay, Mary. Hände runter. Kinn hoch. Und die Augen zu. Jetzt zähl bis 60. Eins. Wie geht's dir? Ganz gut. Was führt dich hierher? Ich habe gehört, was passiert ist und ich war hier in der Gegend. Ja. Komm rein, mach's dir bequem. Bist du bereit? Wie gesagt, ich... hab das mit deinem Bruder gehört. Ich weiß nicht, wieso es passiert ist, aber ich finde es heraus. Bleib hier. Ja. Nicht bewegen. Guten Morgen. Guten Morgen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber wir haben eine Beschwerde über ein Gasleck irgendwo in der Leitung erhalten. Oh, ich rieche aber kein Gas. Wir können kein Risiko eingehen. Wir überprüfen jedes Haus in der Gegend. Sie stehen auf der Liste der Häuser, die wir überprüfen sollen. Oh Mann. Und wie lange wird das dauern? Nicht lange. Wir wollen nur vorsichtig sein. Ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Ja, genau. Also gut, kommen Sie rein. Die Küche ist gleich da vorne. Gut, danke. Wie gesagt, ich rieche kein Gas. Noch nicht. Ist ein gutes Zeichen. Sofort rückwärts an die Wand. Von den Gaswerken, ja? Seit wann tragt ihr eine... Das ist bloß ein Funkgerät. Was ist los, Mann? Hier. Kumpel. Weg damit. Ich sagte, weg damit. Leer die Kammer. Hast du dich hier verdammt nochmal eingemischt?
Läuft alles wie geplant? Es kommt noch eine Lieferung. Freitagnacht. Was hast du für mich? Zwei noch warme Leichen. Wurde auch Zeit. Wie ist es gelaufen? Schlecht. Die beiden sind unsere Leute. Jimmy läuft noch frei herum. Fuck, ihr habt's vermasselt. Ja, Sir. Jetzt hör gut zu. Ihr bringt das zu Ende. Sonst gibt's zwei weitere Tote im Leichenschauhaus. Ist da was, worüber wir reden müssen? Nein. Danke nochmal für deine erste Hilfe. Keine Ursache. Also wie gesagt, es tut mir wirklich sehr leid, das mit Walt. Pass gut auf dich auf, ja? Ja, ja, du auch. Ich versuche es. Ruf mich an, wenn du irgendwas brauchst, okay? Schon, Sam. Hallo? Hey Sam, hier ist Jimmy. Hey Jimmy, alles in Ordnung? Naja, zwei Typen wollten mich gerade umbringen. Oh Scheiße, geht es dir gut? Ja, sie haben ihre Quittung gekriegt. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Zugang verweigert. Okay, was ist mit... Zugang verweigert. Fuck. Okay, und mit... Also, O'Brien, was zum Teufel? Sitzung wurde beendet, Zugang verweigert. Scheiße. Hey Leute, sorry, ich bin spät, Ärger mit dem Auto. Sieh nur, wer gekommen ist. Alex, soll das hier ein Scherz sein? Was ist los? Ich kann's erklären. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ein riesiger schwarzer Typ hält mir eine Pistole vors Gesicht. Was sollte ich da tun? Ich hab's vermasselt. Ja, das kann man wohl sagen. Es geht bei allem, was wir tun, um Verantwortlichkeit. Das habe ich aus erster Hand gelernt, so wie Connors. Ich habe vor 20 Jahren unter einem General gedient, der besondere Soldaten rekrutiert hat. Soldaten, die furchtlos waren. Soldaten, die sich nicht in die Hose schissen. Soldaten, die gemacht haben, was man von ihnen verlangt hat. Bei einem Einsatz waren wir in einem Dorf, das von den Taliban kontrolliert wurde. Der gottverdammte Teufel hatte auf uns gewartet. In der ersten Minute verloren wir drei Männer. Ein Höllenfeuer kam aus allen Richtungen. Eine Salve wurde dem Kommandeur in den Rücken verpasst. Dort lag er im Dreck. Sieh mich an! Hilflos. Alle waren wir unter Beschuss. Ich tat, was ich zu tun hatte. Ich bin raus und holte ihn mir. Raus in den sicheren Tod. Ich wurde in die Schulter getroffen und in den Oberschenkel. Und noch in den gottverdammten Bauch. Aber ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich holte ihn mir. Keine Ausrede. Verantwortlichkeit. Ich könnte dich jetzt einfach erschießen. Ich hab's vermasselt, okay? Ich weiß, dass ich das habe. Murray, kann ich auf dich zählen? Das kannst du. Gib mir eine Chance. Glaubst du wirklich, du verdienst eine zweite Chance? Ja, doch. Bitte. Ach, wirklich? Ich glaube auch an zweite Chancen. Zeig uns deine Loyalität. Was soll das? Nimm sie! Erschieß sie! Erschieß sie! Nein! Du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt, wie sehr ich dich liebe, Alex.
Marie, nimm die Waffe runter. Nimm die Waffe runter. Drück endlich ab. Ich kann sie nicht erschießen. Ich war immer ein Feigling. Nein! Eine Riesenscheiße gemacht. Lassen Sie mir Zeit, es war schon verfahren, als Sie mich geholt haben. Die Säuberung muss viel schneller geschehen. Wie weit sind wir damit? Lassen Sie Ihre verdammten Hände von mir. Stellen Sie doch meine Taktik in Frage. Selbstverständlich nicht, aber die Leute werden unruhig. Hören Sie, ich muss mich auch vor einigen verantworten. Unsere Agenten sterben wie die Fliegen. Es ist zu schmutzig, Ray. Es ist nicht sauber. Haben Sie eine bessere Idee? Ich bin ganz Ohr. Was ist mit James Webster? Wieso läuft er noch immer herum? Er ist uns ein paar Mal entwischt, aber ich arbeite da an was. Er ist kein Grund, sich Sorgen zu machen. Enttäuschen Sie mich nicht, Ray. Enttäuschen Sie mich nicht. Ich muss auf Sie zählen können. Habe ich Sie je enttäuscht? Nein. Und diesmal dürfen Sie das auf keinen Fall. Dann lassen Sie mich meinen Job machen, statt mir ans Bein zu pinkeln. Ich habe gerade mit Ted Bormer gesprochen. Er hat die Nase voll. Er verliert die Geduld. Ich auch.
Keine Ahnung, wo die das Scheißgeld versteckt haben. So eine Kacke, wie chaotisch. Verdammt chaotisch. Ich scheiß drauf, wie chaotisch es aussieht. Ja, aber man nimmt wahr, wie es aussieht und Ted orientiert sich daran. Nein, so. So ist es aber nicht. Mir egal, aber so sieht es aus. Verstehen Sie mich? Ziehen Sie den Kahn aus dem Dreck. Glauben Sie etwa nicht, dass ich das versucht habe? Ich weiß nicht, was Sie versucht haben, aber der Teufel steckt im Detail. Haben Sie mal daran gedacht, die Taktik zu ändern? Schießen Sie los, wenn Sie eine Idee haben. Das Spiel hier ist ganz einfach. Die Operation ist bereits geknackt worden. Das können Sie nicht mehr kontrollieren. Es geht um Schadensbegrenzung und Eindämmung. Jetzt erhöhen wir den Druck. Webster und Thorn sind uns entwischt. Jetzt konzentrieren wir uns auf Familie und Freunde. Jeder Mann, egal wie stark er ist, hat einen schwachen Punkt. Da setzen wir an. Und wenn er nicht anbeißt? Das wird er. Verdammt, das wird er. Denken Sie mal nach. Webster will für den Tod seines Bruders Rache. Er wird anbeißen. Thorn. Thorn ist das geringere der beiden Übel, richtig? Verdammt richtig. Bei Thorn ziehen wir die Schlinge fester, dann haben wir ihn. Hier ist doch niemand gefolgt, oder? Natürlich nicht. Was ist denn los? Hast du was von Ross gehört? Weiß er irgendwas? Wenn er irgendwas weiß, sagt er es nicht. Wieso ist Walt nicht zu dir gekommen, als das Ganze angefangen hat? Wahrscheinlich wollte er mich nicht mit reinziehen. Wir müssen uns an irgendjemanden wenden. Zur Unterstützung. An wen? Wer hängt damit drin? Wem können wir trauen? Wie weit geht das? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht mal, worum es geht. Ich bin durch mit diesem Militärscheiß. Ja. Ich will nur meine Pension, verschwinden und nie mehr was von mir hören lassen. Ist das zu viel verlangt? Wird so. So funktioniert es aber nicht. Ich habe meine Pflicht getan. Ich habe nur noch ein Auge. Was soll ich denn noch geben? Sam, ich kann dich nicht gebrauchen, wenn du durchdrehst. Warum wir? Warum sind sie hinter uns her? Ich weiß es nicht. Ich will Verbindung zu einem O'Brien aufnehmen. Ich glaube, er steckt damit drin und kann uns Antworten geben. Er war ein Freund von Cliff. Wer sagt, dass er nicht ein Killer ist, der nur vorgibt, Cliffs Freund zu sein? Nein, nein, nein. Er ist wirklich Cliffs Freund. Okay, dann lass uns ihn suchen gehen. Er ist gerade auf der Flucht. Ich werde ihn aber finden. Das hoffe ich. Ich bin gleich wieder da. Ich muss aufs Klo. Sam, schließ die Tür ab. Du trägst die falschen Klamotten, um Vertrauen zu erwecken. Wer hat dich geschickt? Rede! Oh, du spielst den Schweigsamen. Sam, Nadel. Halt, 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 warte! Wer versucht uns zu töten? Ach, wenn ich das sage, töten sie meine Familie. Dann töte ich dich stattdessen. Nein, warte! Besser, du sagst mir jetzt was. Okay, gut. So viel ich weiß, haben die Jungs vom Militär was damit zu tun. Sie schmuggeln Drogen. Und darüber hinaus weiß ich nicht. Das klingt nach einem Haufen Blödsinn. Nenn mir ein paar Namen. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Jemand hat dich losgeschickt, Sam zu töten, oder nicht? Von wem ist der Auftrag? Ich hab schon zu viel gesagt. Vielleicht wirst du im nächsten Leben ein ehrlicher Cop. Wir kriegen das raus. Thank you.
Ein Bier bitte. Okay, Boss. Stimmt so. Danke. Ich möchte Sie mal was fragen. Ich bin auf der Suche nach einem Bill O'Brien. Ein gemeinsamer Freund hat mir gesagt, dass er oft hier rumhängt. Wer fragt das? Oh, ich bin Jimmy. Jimmy Webster. Sorry, Boss. Ich kann Ihnen dabei nicht helfen. Oh. Okay. Er war schon lange nicht mehr hier. Wieso nicht? Er ist, glaube ich, zurück nach Irland. Zurück nach Irland, okay. Was willst du von O'Brien, hä? Ich will ihn nur etwas fragen. Dann frag doch mich. Aber du bist nicht O'Brien, oder? Und du bist hier nicht willkommen. Okay, ist das deine Art, mich zu bitten, zu verschwinden? Nein, ich sage, dass du dich verpissen sollst. Jetzt hör mal, ich werde erst gehen, wenn ich meine Fragen gestellt habe, okay? Das muss ich... Muss... Hört ihr jetzt mal auf? Okay, gut. Bitte sagen Sie nur O'Brien, dass Jimmy Webster nach ihm sucht, okay? Nichts Besonderes. Ich sage es ihm, Boss. Danke. Weißt du, kriegst Ärger, wenn du mit dem Wagen fährst, den deine Mutter gemietet hat, O'Brien. Was verdammte Scheiße willst du? Ganz einfach. Ein paar Antworten. Steck die Waffe ein. Ich bin auf deiner Seite. Und woher weiß ich das? Wir sind beide Freunde von Cliff. Warum hast du in der Bar nichts gesagt? Hey, Mann. Ich hab gerade eine Scheißangst, okay? Scheiße, Mann. Läufst du immer mit so einem Ding durch die Gegend? Ja, meistens. Schrecklich das mit Cliff, ha? Hey, und tut mir leid wegen deinem Bruder. Ich kannte Walt durch Cliff. Prima Kerl. Woher kennst du Cliff? Ich und Cliff waren Kumpels in der Grundausbildung. Nebenbei hatte er deinen Namen ein paar Mal erwähnt. Und wie bist du da reingeraten? Eines Tages ist Ross aufgetaucht und hat mir, wie ich dachte, eine große Chance angeboten. Teil eines Spezialeinsatzkommandos zu werden. Um eine Chance, es krachen zu lassen. Ich war gerade beschissen, 18 Jahre alt. Wie konnte ich das ablehnen? Reisen, heute, alles, was ich wollte. Und worum geht es in diesem Fall? Kollateralschaden. Zigarette? Nein. Kollateralschaden, bei was? Bei der Operation. Also, du redest zu kryptisch. Du weißt es wirklich nicht, oder? Operation Echo. Ein Drogenschmuggelring, weißt du? Ross ist einer der wichtigsten Spieler. Er bringt seit Jahren tonnenweise Drogen ins Land. Denk doch mal nach. Die Opiumproduktion in Afghanistan ist jetzt größer als je zuvor. Ross war von Anfang an dort, hat Verbindungen aufgebaut und kennt alle wichtigen Spieler. Und was hatten Walt und Cliff damit zu tun? Ich sag's nicht gern, aber sie waren daran beteiligt. Ich wusste, dass Walt etwas von mir verbarg, aber so eine Scheiße. Und was ist schiefgegangen? Es wurde für sie zu groß. Für uns alle. Und Ross ist nicht mehr derselbe. Wir wollten alle raus, aber saßen zu tief drin. Ross sagte, jeder, der sich von der Operation abwendet, zahlt seinen Preis. Da hat Walt entschieden, die Operation hochgehen zu lassen. Echt cleverer Kerl, mein Bruder. Ihm ist es gelungen, einen Riesenhaufen von Ross Geld zu stehlen. Und hast du das Geld mal gesehen? Nein. Dann geht es hier also um Geld und Drogen.
Ich muss leider sagen, ja. Wo hat Ross seinen Umschlagplatz? In einem Lagerhaus im Industriegebiet. Gut, bring mich hin. Soll ich wirklich nicht mit reingehen? Nein, zwei sind genug. Halt nur beide Augen auf. Ruf an, wenn Ross zurückkommt, okay? Mach ich. Werde ich nichts einwenden. Hoffentlich hast du gefunden, was du gesucht hast.
Los, komm raus jetzt. Ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß, dass du hier bist! Ganz recht. Waffe runter. Und wirf dein Messer weg. Was ist aus dir geworden? Was soll ich sagen? Wir treffen unterschiedliche Entscheidungen, die uns auf andere Wege führen. Und du hast den Weg der Drogen gewählt. Hast meinen Bruder töten lassen und meinst, ich würde das hinnehmen? Mann, frisst deine eigene Scheiße. Du bist nur eine kleine Widrigkeit. Oh, bin ich das? Dein Bruder hat mir mein Geld gestohlen. Er hat dir gesagt, wo es ist. Also gib es mir zurück. Runter damit! Waffen sofort auf den Boden! Ruhig. Sonst kriegt der Lieutenant eine Kugel in den Kopf. Und jetzt bleibt da, wo ihr seid. Oder jeder fängt eine Kugel. Was machen Sie denn hier? Sie haben es wieder vermasselt. Dafür haben wir O'Brien erwischt. Dafür haben wir O'Brien erwischt, was für ein schöner Trost. Scheiße, aber das Hauptziel ist wieder entwischt. Ist der Mistkerl so schwer zu fassen? Was soll ich sagen? Er ist keine Null, wir haben ihn gut ausgebildet. Ich denke, dass ich Ihnen nicht sagen muss, welche Folgen so ein Versagen hat. Um mir das zu sagen, braucht es nicht jemanden wie Sie. Das ist mir schon klar. Aber ich weiß, was zu tun ist, um es zu korrigieren. Das freut mich zu hören, denn ich fing schon an zu glauben, dass ich hier mit einem Toten spreche. Ist das jetzt der Fall? Stimmt, genau. Kommen Sie, jagen Sie mir eine Kugel rein. Wenn es soweit ist, werden Sie es nicht kommen sehen. Schön, ich freue mich drauf.
Ich habe eine Familie im Haus. Ich hatte auch eine Familie, aber sie wurde mir genommen. Und kriege ich keine Antworten, verlierst du auch deine Familie. Willst du das? Wer hat meinen Bruder erschossen? Ich sage dir gar nichts. Okay, besuchen wir die Familie. Okay, es war Hammond. Er hat einen Bruder erschossen. Hör mal, ich hab dir gesagt, was du wissen wolltest. Danke. Das rettet dich trotzdem nicht. Jimmy, du siehst total erschöpft aus. Ich denke, ich habe die Mörder meines Bruders gefunden. Und wer ist es? Walt und Cliff sind in einen großen Drogenschmuggelring durch Lieutenant Ross geraten. Er hat riesige Mengen Opium ins Land geschmuggelt, indem er die Leichensäcke der Soldaten als Tarnung genutzt hat. Niemand überprüft das. Der Stoff kommt in ein Lagerhaus. Und Ross verteilt ihn dann in der ganzen Welt. Anscheinend wurde ein Teil des Drogengeldes gestohlen und Ross denkt, dass es Walt und Cliff waren. Und hast du dafür Beweise? Ein paar schon. Pass auf. Sollte mir etwas zustoßen, gehst du zu deinen Vorgesetzten und erzählst ihnen alles. Die müssen die Geschichte drucken. Ja, natürlich. Wo finde ich deinen Kumpel? Und lüg mich nicht an. Was ist mit dir passiert? Immer hast du gepredigt, dass wir loyal sein sollen. Dieser Handel hat seinen Preis. Dieser Handel hat seinen Preis? Du warst einer von uns. Ja, vergiss es. Du bist jetzt der Einzige, der Jimmy etwas bedeutet. Er wird dich bekämpfen, bis zum bitteren Ende. Jetzt hör mir mal zu, du einäugiges Stück Scheiße. Du bist der Köder, der mir mein Geld zurückbringen wird. Sam, zum Teufel, wo steckst du? Sam ist gerade beschäftigt. Ross. Wo ist mein verdammtes Geld? Wo ist Sam? Solltest du ihm was antun, werde ich... Zu spät dafür. Die einzige Frage ist, kann er laufen oder wird er in einer Kiste weggetragen? Ich will mein Geld. Das wird alles bald zu Ende sein. Du wirst mir mein verdammtes Geld besorgen oder dein Freund wird dafür bezahlen. Ich muss wissen, dass er noch lebt. Hol ihn ans Telefon. Rede. Jimmy, Hey, Sam, nicht aufgeben, Jimmy, pass auf, ich... Die Kerle sind nicht... Du hast 2 Stunden. Ross, lass Sam da raus, das betrifft mich und dich, okay? Hier wird nicht verhandelt. Du tust, was ich verlange, oder dein Freund ist tot. Du machst jetzt Folgendes. Webster kommt näher. Hände so, dass ich sie sehen kann. Was willst du, mich erschießen? Wo ist das verdammte Geld? An einem sicheren Ort. Wo ist Sam? Bring ihn raus. Hey, ruhig, ich sagte ruhig. Ein Scheiß drauf, Arschloch. Sam, alles okay? In Ordnung. Die Sache läuft folgendermaßen ab. Du sagst uns, wo das Geld ist? Und wir lassen deinen Kumpel frei. Ein einfacher Tausch. Nein. Ihr lasst Sam gehen
Er fährt mit meinem Wagen weg, dann erzähle ich euch, wo das Geld ist. Ich sage, wie es abläuft. Wenn ich darauf eingehe, sind wahrscheinlich Sam und ich tot. Das Risiko wirst du in Kauf nehmen müssen. Deinen Bruder konntest du nicht retten, aber ihn schon. Pass auf, ihr lasst ihn gehen. Wir gehen alle von hier weg und niemand wird verletzt. Das ist der Deal. Leg ihn um. Komm schon, lass es. Los, schieß! Was? Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Sie haben ihn. Willkommen in der Hölle. Deine oder meine? Das kommt drauf an, wie man es sieht. Ich würde sagen, ich sehe drei tote Männer. Witzig. Aber was kommt, ist mehr als schmerzhaft. Ich kann gut Schmerzen ertragen, und du? Ich bin gierig danach. Gut. Jetzt sag schon, wo ist das Geld? Hast du in deinem Arsch nachgeguckt? Wow. Schlägst wie eine Bitch. Weißt du, es war ein Kinderspiel, deinen Bruder zu töten. Er hat es gar nicht kommen sehen. Aber du gehst mir echt auf den Sack, weil du einfach nicht sterben willst. Andererseits wären wir sonst nicht hier und hätten so viel Spaß miteinander. Stimmt doch, oder? Binde mich für eine Sekunde los, Mann. Komm schon. Machen wir es auf die Fähre. Fair? Sind wir auf dem Kinderspielplatz? So läuft das hier aber nicht. Aber ich tue was für dich. Ändern wir die Taktik. Ray Peters. Ist das hier nicht ein bisschen unter deinem Lohnniveau? Hier geht's bestimmt nicht ums Lohnniveau. Wieso umgibst du dich mit solchen Clowns? Du redest eine Menge Scheiße in deiner schlechten Position. Hammond, gib mir ein Messer. James, ich hab dich endgültig satt. Ich frag dich nur einmal, wo das Geld ist. Und du wirst mir antworten. Also, wo ist das verdammte Geld? Hol die Schlampe. Was haben wir hier? Sieh an, wer auch auf der Party ist. Wäre doch eine Schande, wenn die einzige Verwandte, die du noch hast, auf schreckliche Art zu Schaden käme. Nein, nicht. Lass sie gehen, Mann. Lass sie gehen. Hörst du mich? Lass sie gehen. Du hast die Frau gerade umgebracht. Schlitz sie auf. Weißt du, was ich unterhaltsam finde? Dich anzusehen, wenn ich sie jetzt ausbluten lasse. Nein, hey, 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 nein, nein. Hör zu, tu das nicht. Dann sag mir, wo das verdammte Geld ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Mein Bruder wurde getötet, bevor ich etwas davon wusste. Das kaufe ich dir nicht ab, Webster. Du hast gesagt, du hast es. Also wo zum Teufel ist es? Das habe ich nur gesagt, um Sams Leben zu retten. Als Verhandlungsbasis. Ich weiß es nicht. Ich würde es sonst sagen, nehmt mich. Lasst sie gehen. Lieutenant Ross wird gleich hier sein. Na gut. Okay, ich gebe dir eine letzte Chance, es dir zu überlegen. Aber wenn ich nicht kriege, was ich will, kommt ihr hübscher Kopf. Verdammt noch mal ab!
Ihr bleibt hier. Ihr zwei. Sally, es tut mir so leid. Die hätten dich da nicht mit reinziehen dürfen. Du hast nichts an. Hör zu, alles, was die wollen. Sally, sieh mich an. Die wollen nur mich. Ich werde dich hier rausbringen, okay? Vertrau mir. Vertrau mir. Ich werde uns hier rausschaffen. Ich seh mal nach, wie es ihm geht. Aha. Wo zum Teufel? Freut mich zu sehen, Ross. Du warst der beste Soldat in unserer Truppe. Ich habe viel von dir gelernt. Ihr beide seid eine Schande für euer Land. Ich habe jahrelang stolz gekämpft für dieses gottverdammte Land. Wir alle hier. Ja, das haben wir alle. Doch wenn du aus dem Kampfeinsatz zurückkommst, merkst du schnell, dass es keine Wertschätzung für uns gibt. Keine Arbeit, keine Wohnung, einen Scheiß. An unsere Pension und Gesundheit sparen die. Gefangene behandeln die besser als uns. Das ist eure Entschuldigung? Darum geht es bei diesem Blödsinn? Nein, James. Es geht ums Geld. Und wie kannst du damit leben? Wenn du in den Spiegel guckst, gefällt dir, was du siehst? Ich schlafe nachts gut. Das freut mich, denn du wirst schon bald sehr viel schlafen.
Bist du dir wirklich sicher? Denn wenn ich damit zu meinem Boss gehe, kannst du nicht mehr zurück. Ich möchte es. Lieutenant wird zum Drogenschmuggler. Das wird sicher eine große Kontroverse auslösen. Was ist los? Gerade ist mir etwas eingefallen. Das Geld wirklich? Ja. Er hat es auf meinen Namen dann gezahlt. Boah, du hast das von Anfang an geplant, nicht wahr? Und was jetzt? Die Nationale Vereinigung für obdachlose Veteranen in Amerika wird eine hübsche Spende erhalten.